Hi, ihr Lieben. Ich habe hier zwei neue Bilder von Diamond Art Gift und die gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe schon mal reingeguckt. Ich muss ja immer wissen, von wem. Und ich war dann auch neugierig. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Wir gucken mal, warum. Das ist das eine Bild. 30 mal 40, einfach viel zu klein. Das weiß ich ja auch. 30 mal 40 ist halt klein. Und ich dachte aber, weil das ja, Bild auf der Homepage von der Pixelung echt gut aussah und ich das Motiv sehr, 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 sehr schön finde, wollte ich das unbedingt haben. Wir haben hier wirklich einen dicken Rand. Im Übrigen haben wir hier eckige Steine 34 Farben. Und ja, dieser dicke Rand, ja. Und dann dieses Bild, das ist halt einfach das, was ich halt so schade finde, weil ich glaube, das Bild, obwohl, ich glaube, das Bild war jetzt trotzdem 30 mal 40 ohne Rand. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich habe das Motiv gesehen und fand das einfach so hübsch. Ich mag das ja total gerne, sowas. Muss man halt einfach probieren. Da ist wieder dieses Ding, wo ich sage, weiß ich nicht, ne? Wie das jetzt in der Größe rüberkommt. Na, das sieht jetzt, ich kann es nicht einschätzen. Und dann haben wir noch dieses Bild. Achso, wir haben hier natürlich ein Toolkit dabei und die eckigen Steinchen von den Farben. Wunder, wunderschön. Diese Farbe finde ich ja mal richtig geil. Habe ich noch gar nicht gehabt. Das wird hier sein, wie man sieht. Ja, man muss es wirklich mal ausprobieren. Dann kann ich mehr sagen. Das ist halt einmal, ne, manchmal sieht man ein Bild auf der Leinwand und sieht so, sofort, das ist super, super geil von der Qualität und super schön gepixelt. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es bei dem Bild ist. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das. Doch, das müsste. Man hat ja schon das auch so ein bisschen. Man kann das schon ganz gut einschätzen. Das Bild ist, glaube ich, tatsächlich wirklich 30 mal 40 ohne Rand. Und dann haben wir noch dieses. Und das fand ich jetzt eher. Ja, das war zu. Das ist einfach nicht gut gepixelt. Und da sehen wir den Unterschied. Ja, haben wir hier. Seht ihr den Größenunterschied? Wir haben hier, das ist wirklich sehr kurios, wir haben hier ein Bild mit 30 mal 40 und wir haben hier ein Bild 30 mal 40. Ja, guckt mal den Größenunterschied. Wenn wir jetzt nur das Bild betrachten, ja, das packen wir uns mal hier auf die Linie von diesem Bild und hier hört das Bild auf. Seht ihr das? Das Bild ist nicht 30 mal 40, das ist sogar noch ein bisschen was kleiner, was sehr schade ist. Wir haben hier wirklich ein 30 mal 40 Bild und hier haben wir ein, ja, eigentlich auch ein 30 mal 40 Bild. Ich habe jetzt sogar gerade nochmal geguckt, nicht, dass ich was falsch mache. Ja, 30 mal 40 und hier 30 mal 40. Auch hier finde ich das Motiv traumhaft schön, aber es ist einfach, denke ich, zu klein und dementsprechend wird das im Leben nicht so rüberkommen. Ja, aber man weiß es nicht. Ich habe so oft jetzt schon gehört, dass die Leinwand von der Pixelung nicht so gut aussah und das Bild gepainted dann trotzdem großartig war. Ja, wenn ich beide Bilder jetzt so ein bisschen betrachte von oben, sehen die gut aus. Also das ist zum Beispiel jetzt im Vergleich, also die Farben hier von dem Bild übrigens, ne, die sind ja auch mal Hammer. Man muss es ausprobieren und es reizt mich auch richtig, dass ich vielleicht wirklich mal dieses kleine Bild hier ausprobiere, um wirklich sagen zu können, okay, das ist doch noch ganz schön geworden oder es ist einfach zu klein für dieses Motiv, als dass es wirklich schön rauskommt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier eckige Steinchen mit echt schönen Farben und ja, man muss es ausprobieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Witzig ist halt wirklich nur, dass beide Bilder 30 mal 40 sind und man ganz klar den Unterschied merkt. Da muss man auch gar nicht
gucken. Es ist schon witzig. Beide Bilder 30x40, aber wie gesagt, wenn wir uns das mal hier rauflegen, Linie an Linie, ich sehe hier sogar den Schatten, ich kann das hier wirklich direkt auf die Linie legen. Da frage ich mich, wo sind hier 30x40, ne? Selbst hier, das Bild ist doch nicht 30x40. Das ist der Kracher, ne? Wie gesagt, ich beschwere mich nicht. Ich freue mich dennoch. Ich freue mich sehr. Und an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass ich sehr froh und sehr, sehr dankbar bin und das sehr schätze, dass ich einige Kooperationen habe mit den Diamond Painting Shops. Ich bin da wirklich absolut happy. Ich liebe es. Ich liebe es zu painten. Das ist wirklich ein großer Teil meines Lebens geworden. Ja, das merkt man ja auch auf YouTube und auf TikTok. Für den einen ist es vielleicht kacke und langweilig, für den anderen interessant. Ich tue aber, was ich liebe und ich liebe, was ich tue. Und von dem her, ja, gibt es dementsprechend auch Videos. Und natürlich, ich habe halt Kooperationen und drehe eben hier auch meine Videos. Das ist eben auch mein Job für das, dass ich die Bilder eben auch hier, ja, bekomme, ne? Und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar. Ich schätze es sehr. An dieser Stelle eben auch danke an meine Kooperationspartner. In dem Fall, ja, na, jetzt ist mir der Faden gerissen. Faden gerissen. Scheiße. Okay. Nächstes Thema. Ich freue mich, bin dankbar und wie immer. Ihr wisst das, verlinke ich euch die Sachen in der Videobeschreibung. Also wenn ich das so durch die Kamera sehe, ist das Bild echt cool, auch für den Farben. Ich glaube, ich muss das einfach mal testen. Wie immer, ihr wisst das, zeige ich euch hier auch die fertigen Bilder in Craft Updates. Aktuell painte ich tatsächlich 3 Projekte. Ich habe nämlich auf TikTok ein Community-Projekt. Das ist ein Bild, was ich painte, aber da painte ich immer nur mal alle paar Tage ein Kästchen. Das ist wie gesagt ein Community-Projekt. Schaut sonst mal rein auf TikTok, Wildrose 1975 heiße ich auch da. Und dann painte ich aktuell das Bild von Mowgli. Das zeige ich hier auch immer mal in den Shorts, dass ich euch Updates zeige vom aktuellen Stand meiner Bilder. Und dann painte ich ja noch mein Diamond Art Club Bild. Genau, das ist ungefähr jetzt bei der Hälfte. So, meine Lieben, jetzt komme ich zum Schluss. Ich wünsche euch alle einen zauberhaften Tag. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!